Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier bei Zec Fishing Wales. Und diesmal ein etwas anderes Format, weil es sich angeboten hat. Und zwar habe ich eure Fragen auf dem Smartphone gespeichert. Es ist gelaufen über Instagram. Da wollte ich wissen, was euch am meisten interessiert bei der Sommerfischerei, damit man das in Videos mit einbauen kann. Da kam aber so viel zusammen, dass ich gesagt habe, okay, ich zeige euch jetzt nach und nach die wichtigsten Punkte, das, was ich am Wasser umsetzen kann, direkt hier und gehe auf die anderen Fragen, damit die nicht zu kurz kommen, hier auch mit ein. Also bleibt dran, viel Spaß und gute Unterhaltung. Die erste Frage von Pascal bezieht sich direkt auf diese Sommerfischerei. Und da gehen wir doch gleich mal hierher, weil ich kann das mit der Badehose hier ablaufen. Und der Pascal hat mich gefragt, wie weit spanne ich denn diese Stockmontagen? Pauschal lässt sich das nicht so einfach beantworten. Aber was hierbei wichtig ist, ich habe euch das in dem ein Video gezeigt, umlenken mit den Bambusstäben. Und auch bei dem letzten Film umlenken mit Bambus für die Topwaterrouten. Und dabei ist ja wichtig, dass ich die Stöcke nutze, um daran meine Schnüre aufzulegen. Das hat mehrere Vorteile. Das erste ist, ich brauche keine ewig langen Routen. Also ich komme hier dicke mit 2,80 Meter Modellen aus, weil die Schnüre an den Stock liegen. In unterschiedlichen Höhen. Das zweite ist, ich brauche nicht auf Teufel komm raus durchspannen, kann die ein bisschen durchhängen fischen, dass weniger Druck, weniger Pfeifen auf der eigentlichen Hauptschnur ist. Und ich habe so immer ein System dahinter, in welchen Höhen. Das heißt, die weiteste flussauf liegt am höchsten an den Stöcken flussab. Und wenn ein Biss kommt, fahre ich dann nur Fluss raus und nehme die Schnur oben weg. Und dann ist es durchaus möglich, mach mal hier den Schwenk, da hinten die Ruten stehen zu haben. Also 150, 200 Meter sind überhaupt kein Problem, mitten im Fluss die Stöcke dafür zu nutzen und selbst mit 2,80 Meter Ruten oder das Stone habe ich selbst hier gespannt, rauszubekommen. Jetzt aktuell sind wir nicht ganz so weit draußen, müssen wir nicht, weil der Abriss hier gleich schnell runter geht und deswegen ist die Distanz jetzt überschaubar. Aber wie gesagt, wenn ihr die Stöcke nutzt, legt die auf in verschiedenen Höhen, dann habt ihr das System drin und dann könnt ihr auch größere Strecken überbrücken. Wenn ihr keine anderen Angler behindert, ist das hier ohne Probleme umsetzbar. So, bevor ich mich hier jetzt erstmal aus dem Wasser mache, eine allgemeine Frage, die kam. September am Oberlauf, welche Tipps? Vertikal, Spann, U-Pose, Fragezeichen. Alles. Nie festlegen. Also, ich würde damit immer sagen, natürlich sollte man erstmal im Vornherein wissen, was hat man vor. Das ist ganz klar, mache ich eine reine Vertikaltour, ist mein ganzes Setup, was ich einpacke, schon dementsprechend optimiert, sortiert. Dennoch würde ich mich immer, gerade wenn ich neu bin, auch die Tagstunden nutzen und das mal vertikal abfischen, auch wenn es vielleicht nicht so intensiv ist, wie als wenn ich eine reine Vertikaltour mache. Von daher, ich würde mich immer wieder so festlegen, dass ich meinen Tackle zum Ansitzfischen dabei habe und natürlich auch ein, zwei Ruten aktiv, dass ich das dann mal probieren kann. Und September ist immer eine Phase, wo das Wasser noch sehr warm ist. Da kann auch Spinnrute ganz gut sein. Immer mal aufs Gehör achten. Was hört man in der Nacht? Ist es still? Immer ein Indiz dafür, dass die Fische nicht unterwegs sind. Das ist dann gut für die Vertikalroute, wenn ich Aktivitäten an der Oberfläche wahrnehme. Dementsprechend dann auch mit der Spinnrute dann mal starten. Ja, und da wollen wir doch gleich zur nächsten Frage kommen. Ganz interessant, fängst du auf der Sandbank vermehrt kleinere Fische oder auch vermehrt kleinere Fische? Bevor ich dazu mal den Schwenk mache von dem Fisch von heute Morgen, ganz kurz, ja, auf Sandbänken ist für mich, ich sage dazu gerne Sicherheit. Sicherheit bedeutet, ich bekomme hier sehr häufig Bisse, meistens auch von den mittleren, kleineren Fischen. Das gehört ganz einfach dazu. Nichtsdestotrotz ist es immer wieder möglich, auch sehr große Fische zu fangen und diese Sandbankangeln, das hatte ich euch in dem Film davor erklärt, bis 26, 27 Grad Wassertemperatur echt cool und umsetzbar, vor allen Dingen dann auf Gehör, ein bisschen sich da reinfuchsen. Und jetzt würde ich sagen, machen wir mal den Break zu dem Fisch heute Morgen, dass ihr seht, man kann da nicht nur kleine Fische fangen.
Ja, geiler Sommerfisch von der Sandbank auf dem Abriss. Also, man kann auch dicke Fische auf Sand fangen. Kurz und kompakt, gehst du am Po noch auf Karpfen angeln? Ja, und dazu machen wir einen kleinen Umschnitt vom April, von meiner Ostertour mit meiner Familie. Auch da war ich mal 3 Tage wieder alleine auf Karpfen draußen und zeige euch jetzt mal den ein oder anderen Fisch davon. Schöner Fisch. Kurz nach 1 Uhr nachts im Vollmond in der Packung. 2,60 Meter Wassertiefe. Der darf natürlich hier in Italien zurück. Rute habe ich schon wieder im Rennen. Mal sehen, ob da noch was kommt. Sehr geil. Wieder eine Frage, die sehr interessant ist. Wie gehst du bei Tide vor? Ich habe Tide letztes Jahr im November erst wieder erleben dürfen im Po Delta, wo es wirklich einiges ausgemacht hat, gerade wo wir in der Vollmondphase waren. Und ganz ehrlich, ich habe, das kommt natürlich erstmal auf die Jahreszeit drauf an und wie weit wir auch am Meer sind, mit der Salzschicht zu tun. Von daher, ich habe früher viel an der kleinen Rhone geangelt und ich habe es ganz gerne so gemacht, beziehungsweise sind auch meine Erfahrungen dazu, dass ich diese Bereiche Salzwasser, die ich gerade mit dem Echolot ausmachen kann, also wenn die stark ausgeprägt ist, dann so anfische, dass ich das abspanne, egal ob durch Bojen, an eine Hecke anbinden, je nachdem, was da möglich ist. Das habe ich da sehr gerne genutzt und biete dann meinen Köder direkt drüber an. Im Winter ist es meistens nicht so ausgeprägt oder im November, wo ich unten war, da war überhaupt nichts. Also da war ich in Pozzella und da war die Sprungschicht auf dem Echolot gar nicht zu sehen und der Tidebereich hat schon einiges ausgemacht. Problem dabei ist, die Strömung ist dann so langsam. Auf jeden Fall, wer mit U-Posen da fischt, absenken in meinen Augen Pflicht, weil halt immer die Gefahr da ist, wenn sich die Strömung da, ja, es ändert sich ja alle paar Stunden dann, dass man dann die Ruten wirklich so setzt, dass sie hinten dran abgesenkt sind, um die Gefahr zu minimieren, dass der Köder sich da verfängt. Das mache ich auf jeden Fall mit den Forellen. Das ging alles. Ich hatte da keine Probleme. Und von daher, da würde ich immer dazu raten, erstens mal, je nachdem, wann ihr unterwegs seid, in welchem Bereich, schaut euch das mit dem Echolot an, ob ihr einen Salzgehalt mit dem Echolot sehen könnt. Das ist meistens wie so ein doppelter Boden, blau hinterlegt, je nachdem, wie das Echolot eingestellt ist. Wenn dem so sein sollte, biete ich meine Köder darüber an. Wenn ihr das nicht habt und ihr habt in Anführungszeichen nur Tide im Winter oder im Herbst, dann könnt ihr auch direkt grundnah fischen mit Unterwasserposen. Dabei dann aber aufpassen, dass die abgesenkt sind. Gerade in der Verbindung mit lebenden Ködern kann es da schnell zu Tangles führen oder kommen. Okay, heute schon genug Meter gemacht. Kommen wir gleich zur nächsten Frage. Wie am Baggersee auf Wels angeln, wenn das Abspannen verboten ist? Auch eine Frage, extrem häufig, Abspann verboten, die Bootsnutzung verboten und so weiter. Wie geht man da am besten vor? Schaut bitte da zu Weiherwelsen. Da stellen Hannes und ich euch das Pelletangeln vor, aber auch den Tauwurmrig, was ihr werfen könnt und in meinen Augen die Nummer 1, wenn es um solche Gewässer geht. Also Pelletangeln oder dann Tauwurm-Pop-Up-Rig, was man werfen kann mit schweren Grundruten bzw. Wallerruten. Thema, wie fange ich Meereschen? Relativ einfach, es gibt 2 Möglichkeiten. Die erste ist aktiv, die zweite passiv. Ich zeige euch jetzt die aktive. Dafür braucht ihr nicht viel. Spirulino, ca. 1,20 Meter Fluorocarbon, 0,25, 0,28. Spinne, ungefähr 3er Größe. Die gibt es mittlerweile alles hier fertig zu kaufen. Das ist jetzt noch Marke Eigenbau. Und unten ein Stück mit einem Wurmhaken, verlängert ungefähr auf 6 cm mit einer etwas dickeren Mono, wo dann der Wurmhaken drauf hängt. Aber wie gesagt, das bekommt ihr auch eigentlich überall zu kaufen, gerade in den südländischen Räumen, in Frankreich, Italien und so weiter, gibt es das überall. Das ist das eine, kurze Spinnrute, die man auch zum Rapfenangeln nehmen kann, ganz, ganz einfach. Und jetzt wichtig, ihr braucht die richtigen Köder dafür. Und zwar die sogenannten, ja, Coriano, so, die sind schon ein bisschen jetzt an der Grenze, weil die sind extrem anfällig gegen Hitze. Also auch da, wenn ihr welche kauft, immer schön kühl hältern. Da stellen wir mal gleich wieder ein bisschen in den Schatten und dann ruhig so ein Wurm aufgezogen. Das sind die, ja, Sandringelwürmer.
die sogenannten Tremolinis. Da gibt es feine und es gibt diese Korea, diese großen. Gibt es hier in jedem Angelgeschäft. Und dann angeln wir aktiv. Das heißt, wir werfen das Ganze aus. Am besten ist sowas natürlich, ihr guckt vorher mit dem Echolot, wo sind die Mälchen. Das ist natürlich immer am besten. Und dann ganz einfach wieder reinholen, so dass das Spinnerblatt läuft, aber so langsam wie möglich, dass gerade so das Spinnerblatt läuft. Das bringt euch die meisten Fische. Nicht schnell durchziehen und dann das alles intensiv abfischen. Und wie gesagt, mein Tipp dazu, schaut vorher mit dem Echolot, wo stehen die Eschen. Ihr werdet viele Eschen direkt im Flachbereich sehen, direkt an den Sandbänken dran. Da können wir sie ganz schlecht fangen mit diesen Systemen, weil dann das Spinnerblatt auf den Dreck läuft und dann funktioniert das nicht. Deswegen ist immer besser so einen kleinen Sandabriss, wo sie so 1,50 Meter bis 4 Meter Wassertiefe stehen. Wenn sie tiefer stehen, braucht man sinkende Spirulinos, wenn sie oberflächennah stehen, schwimmende. Und dann zieht man das ganz langsam durch und fischt die Sandbank ab. Und da haben wir die erste. Wichtig ist, einfach nur ganz langsam beikorbeln, hatte ich euch schon gesagt. Und wenn ihr Zupfer habt, einfach weiter korbeln. Nicht anschlagen, die Esche quasi selber richtig sich aufhängen lassen. Ihr werdet ganz viele Fehlbisse haben, das gehört dazu. So, und da haben wir wieder eine. Dann kommen wir gleich zur nächsten Frage beim Meereschenangeln. Wie hält dann? Eschen sind extrem sensibel. Deshalb mein erster Tipp, ihr fangt euch jeden Tag immer das, was ihr braucht. Nie lange hältern. Und am besten vorne an diesem massiven Kopf anfassen. Nie hier hinten, weil der Fisch fast ist wie ein Hering. Wenn ihr den richtig anfasst, dann habt ihr schon die Schuppen in der Hand. Die sind sehr anfällig, die Fische. Vorsicht, aufpassen. Sie haben Stacheln, 3 Stück an der Zahl, hier oben. Und die können auch richtig wehtun. Deswegen ganz kurz zur Hälterung, ich habe einen großen Kescher direkt am Boot. Rein, fertig. Aber wie gesagt, ich fange mir nur für den Abend die Köder, 4-5 Stück, was ich brauche, und fertig. Ist ein geiles Angeln, ist ein kurzweiliges Angeln, aber wie gesagt, nicht sammeln. Kescherweise, die kippen euch alle, deswegen nur das, was man wirklich braucht. Und dann kann man jeden Abend mit den geilsten Ködern angeln, dort wo Meereschen vorkommen. Eine weitere Frage, die ich gleich mit euch auf dem Wasser besprechen kann. Wie suche ich meine Sandbank aus? Wähle ich einen monoton verlaufenden Bereich oder diesen augenscheinlich sehr markanten Punkt, diesen Abriss? Meistens ist es so, dass wo Sandbänke langsam auslaufen, da oben könnt ihr das, glaube ich, hier ganz schön sehen, entsteht fast immer ein kleiner Querabriss. Bei der einen Sandbank fällt er größer aus, bei der anderen weniger. Und auf sowas achte ich. Ich sitze meistens oben an diesem Punkt, wo drüben der Hauptfluss ist und läuft dann hier rüber auf diesen Querabriss. Hier runter zu's, dieses ganze monoton wirkende Stück wird nach unten hin meistens immer flacher und das wähle ich dann auch nicht wirklich bei der Spotsuche aus. Ich konzentriere mich oben an den Sandabrissen, meistens mit den Hintergedanken, dass ich außen an diesen Sandabrissen meine Bambusstäbe stecken kann und kann dann umgelenkt mit der Topwater-Montage diese Bereiche mitten im Fluss zumachen und kann hier auf der Sandbank sitzen. Auf der Sandbank sind die Eschen und die Waller liegen meistens in den tieferen Zug da drüben in der Steinpackung tagsüber, dort wo Strömung ist, und haben einen ganz kurzen Weg dann auf diesen Querabriss, um dann nachts die Eschen zu holen. Und deswegen suche ich mir gerade im Sommer bei Niedrigwasser sehr oft diesen Querabriss raus, dort wo meistens der tiefste Punkt von der Sandbank ist. Ja, und bevor wir in die heiße Abendphase gehen, im wahrsten Sinne des Wortes, echt brutal, also ich glaube, wir sind irgendwo bei Mitte 40 Grad gefühlt und das jetzt noch 18 Uhr. Kommen wir zu einer Frage. Mein bester Verbindungsknoten für die Schlagschnur. Und wie gesagt, bevor ich jetzt in die heiße Abenddämmerung aufbrechen möchte, brauche ich neue Schlagschnur. Und da möchte ich euch gerne diesen Verbindungsknoten zeigen. Er ist furchtbar einfach. Ihr könnt das alle ganz schnell nachmachen. Das allererste ist, ich nehme die Schlagschnur und lege eine große Schlaufe. Sei da nicht zu sparsam, das können ruhig 20 cm sein, auch 30, je nachdem wie euch der
besser rantastet. Und dann gehe ich in die Schlaufe mit meiner Hauptschnur hindurch. Auch hier nicht zu sparsam sein. Halte das und wickel jetzt an der Schlagschnur, an dieser doppelten Schlagschnur nach unten. Zwischen 10 und 12 Maß, sage ich. Und dann habt ihr hier oben diese Schlaufe, wo ihr schon rein seid. Und da geht ihr einmal wieder hindurch. Dann haltet ihr das am besten so mit den Fingern fest und schiebt das von unten nach und nach mit Druck zu. Jetzt seht ihr das, dass sich das alles schön ordentlich sauber und parallel legt. Ganz, ganz einfach dieser Knoten. In meinen Augen wirklich die beste Verbindung zwischen Schlagschnur und Hauptschnur. Ganz schnell zu erlernen. Und ein weiterer Vorteil dieser Verbindung ist seine geringe Größe. Es gibt sicherlich auch andere gute Verbindungsknoten, aber meistens sind die größer. Ihr seht das jetzt nochmal hier, wie klein dieser Knoten ist. Und ich schwöre auf diese Verbindung seit Jahren. Ganz klein und kompakt. Ich wickel mir jetzt die Schlagschnur auf, mache meine Montage dran und dann geht's raus. Meine Routen habe ich vorbereitet und ich mache mich langsam auf und gehe in die heiße Abendphase und möchte hiermit das Video gerne schließen und hoffe, dass der ein oder andere wertvolle Tipp dabei ist. Wenn deine Frage zu kurz gekommen ist oder gar nicht dran war, dann bitte ich dies zu entschuldigen, denn es ist wirklich einiges zusammengekommen und ich hoffe erstmal, dass das, was ich mir vorgenommen habe, für die meisten von euch da draußen plausibel war und selber umsetzbar. Darum geht es ja. Sei es der Schlagschnurknoten, sei es das Organisieren von Meereschen, sei es die Spotsuche auf der Sandbank, sei es das Abspannen auf große Distanzen. All dies haben wir im ersten Format beantwortet. Wenn ihr darauf Lust habt, können wir das gerne regelmäßig fortführen, immer vom Wasser. Und dann können wir auch verschiedene Themengebiete uns vornehmen. Ganz viele Fragen immer wieder um das Thema, wie angle ich an Seen und Weihern ohne Boot, legale Köder in Deutschland und so weiter und so fort. Alles große Themen, die wir gerne nach und nach beantworten können, hier bei Zec Fishing Wells. Ich sage bis dahin viel Spaß am Wasser. Wir sehen uns schon im nächsten Video. Bis dahin alles Gute, euer Benny.